Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer ziemlich spontanen Runde von Gregors Gaming Gyros. Aber wenn wir was ganz, ganz brandaktuelles haben, kann ich natürlich nicht mich verschließen. Ich nehme mir die Zeit für mich und für euch und wir probieren jetzt gleich Judge Eyes aus. Ich schaue es mal kurz an und erzähle ein kleines bisschen. In Japan geht gerade ja die erste Berichterstattung zur Tokyo Game Show los. Ich werde nächste Woche in Tokio sein und tatsächlich auch die Tokyo Game Show besuchen. Es gab heute, ich glaube, da wurde auch dieses Spiel darunter vorgestellt, eine etwas längere Konferenz von Sony und es sind jetzt schon einiges an schönen Updates drin. Eventuell werde ich mal schauen, ob ich vor meiner Japan-Reise noch ein kleines Update mache über die interessantesten Sachen und mir eine Liste zusammenstelle, was ich mir gerne auf der Tokyo Game Show angucken möchte. Das aber hat natürlich insbesondere mein Auge ja eingefangen. War, ihr seht es, Ryuga Gotoku Studio. Das Team bei Sega unter dem Chefentwickler Nagoshi, das für die Yakuza-Spiele zuständig ist, hat ein brandneues Spiel, woran sie gerade arbeiten. Und sie haben es auch nicht nur vorgestellt, sondern auch eine Demo rausgebracht, die man gerade for free im japanischen PlayStation Network runterladen kann. Judge Eyes heißt es. Ich mag den Titelscreen schon mal sehr gerne, sieht echt cool aus. Ich muss mal kurz einstellen, Moment, ich brauche die Kameraeinstellung. Ich glaube, das müssten die, ich muss invertieren, beide Sachen invertieren, damit es dann für mich funktioniert hier. Das müssten die beiden Einstellungen sein, wenn ich das noch richtig im Kopf habe von den Yakuza-Demos. Ich gehe mal auf GameStart. In der Helligkeit können wir wahrscheinlich so bleiben. Da solltet ihr auch was sehen können. Und ja, während das Ding jetzt hier lädt und ausruht, ich hoffe, ich habe die Einstellung richtig gemacht, können wir noch mal ein bisschen weiter drüber labern. Ja, gerade frisch im japanischen PlayStation Network Store erschien die Demo zu Judge Eyes. Es war ja schon länger quasi ja, offiziell angekündigt, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest es wurde spekuliert und es wurde auch von einigen Leuten gesagt, hey, das Yakuza-Team arbeitet an etwas ganz Neuem, was nicht direkt mit Yakuza zu tun hat. Viele haben angenommen, hey, na klar, das ist Fist of the North Star, was ja auch vom Yakuza-Team ist und in ein paar Wochen hier in Europa erscheinen wird. Da gab es auch kürzlich eine Demo, die habe ich leider jetzt hier auf dem Kanal noch nicht spielen können, aber ich hatte bereits die japanische Demo vor einiger Zeit euch präsentiert und hoffe, das fertige Spiel spielen zu können. Dieses Ding wurde vorgestellt als eine Art, ja, ich will jetzt sagen, Mischung zwischen Phoenix Wright und Yakuza, so ganz, ganz grob gesagt. Wir sehen hier, und das ist auch jetzt alles noch Neuland für mich, es ist auch eine rein japanische Demo, deshalb werde ich mal schauen, ich werde das Voice Acting ein bisschen auf mich wirken lassen, aber hauptsächlich über die Cutscenes jetzt hier drüber quatschen. Mal verstehen kann ich nichts im Moment. Hallo, mein netter Opa mit der Weste und der Fluppe, da bist du hier. Von dem, was ich von der Pressekonferenz da mitbekommen habe, wo sie ein paar Ausschnitte gezeigt haben, erinnert vom Look and Feel so ein bisschen an so J-Drama, will ich sagen, ne? So japanische TV-Serien mit entsprechend Melodramatik und richtigen Schauspielern in Anführungsstrichen. Auch hier für die Rollen der Leute, die in Judge Eyes auftreten, wurden richtige Schauspieler als Vorbild genommen. Häufig, wie wir es auch bei der Yakuza-Serie natürlich hatten, dafür ist ja das Yakuza-Team, das Ryuga Gotoku-Team bekannt und es soll wohl um einen Anwalt gehen. Ja, einen Anwalt, der in einer Anwaltskanzlei arbeitet, aber dem einige Sachen passieren und da gab es so einige Ausschnitte im Trailer zu sehen. Hier lernen wir wohl unser Team hier kennen, mit dem wir unterwegs sind. Ich habe jetzt Phoenix Wright gesagt, von dem Gameplay, was wir mitbekommen haben, sah es nicht direkt aus wie Phoenix Wright. Ich glaube, das ist hier der Hauptcharakter. Aber achtet, hier vorne auf seinem Revier hat er auch die typische, ja, den Pin, den kleinen Pin, den Phoenix Wright auftritt, seinen Anwalts-Strafverteidiger-Pin. Und im Leben dieses Charakters passieren wohl einige Sachen, die ja, ihn dazu bringen, einen Fall zu verfolgen und da etwas eigene Sache zu machen. Es scheint wohl hier, ja, ich bin hier mit Ehren abgeschlossen, bin hier dabei in dieser Anwaltskanzlei. Ich interpretiere jetzt einfach mal das, was ich hier sehe. Aber natürlich wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht bei diesem Saubermann-Image, was er hier gerade hat, bleiben. Ich denke mal, so ein bisschen nachwuchsmäßig wohl gerade dabei, ne? Frisch in der Kanzlei, ist eben mit Ehren hier dazugekommen und oh, lass mich mal spekulieren, er hatte seine Nase da reingesteckt, wo er sie nicht reinstecken sollte und es gab auch bereits einen Gameplay-Trailer zu sehen, wir werden mal sehen, wie lang diese Demo jetzt hier ist, ich habe was von einer halben Stunde plus gehört, aber mit entsprechend einigermaßen viel Cutscenes drin, mal sehen, was wir alles vom Gameplay mitbekommen werden, es ist
doch wesentlich mehr Yakuza, rein von der Spielbarkeit, von dem, was man da anstellen kann, als denn was komplett anderes. Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, das Ryugago-Toku-Team, das Yakuza-Team, macht jetzt quasi einen Konkurrenten zu Heavy Rain oder gerade zu Detroit Become Human, ne, weil sie haben es ja drauf mit dem Charakterdesign, mit den Cutscenes, mit dem Storytelling. Aber es scheint spielerisch doch ein bisschen näher bei der Yakuza-Serie zu liegen. Wir haben einen kleinen Blick vorhin gesehen. Ich glaube, es ist Kamurocho, wo wir hier wieder unterwegs sind. Und es wurde auch schon von Nagoshi und den anderen Leuten gesagt, von dem, was ich, bevor die Demo jetzt hier fertig runtergeladen war, sodass wir sie spielen können. Knapp 7 GB übrigens, wenn ihr noch so viel Platz auf eurer PlayStation 4 habt. Vielleicht sind da noch mal ein paar neue aktuelle News gekommen, aber ich habe eine Handvoll Sachen gesehen, plus ein paar Trailer mir vorher angeguckt. Es heißt, dass es im Universum der Yakuza-Spiele spielt und wer weiß, vielleicht gibt es tatsächlich auch so irgendwie Crossover, wenn es darum geht, dass man ein Anwalt ist und einen Fall verfolgt, den man auflösen muss, aber natürlich da nicht nur dann seine Detektivfähigkeiten einsetzt, sondern auch so typisches, es gibt Gekämpfe, wie bei den Yakuza-Spielen, wenn man in Kamurocho unterwegs ist und da die Leute einem auflauern, die Bösewichte, aber auch viel so der Minigame-Krams in der Hinsicht. Es gab ja nicht nur Action-Adventure-Stuff und Gekämpfe in der Yakuza-Serie, sondern auch so Verfolgung, dass man jemandem nachstellt, um zu sehen, ob der irgendein Verbrechen begeht. Es gab so Spionagesachen in Anführungsstrichen, wo man, wo ich denke mal, es ist vielleicht nicht nur für Haupt-, sondern auch für Side-Stories, für die Sub-Quests, die mit verbaut sind, dass man mit einer Drohne Leute ausspioniert, um da vielleicht Beweismittel zu finden. Also so Kleinkrams, der häufig auch schon so in Yakuza entweder vorhanden ist oder wieder zurückkehrt. Die Verfolgungsjagden waren zum Beispiel was, was in den neuen Yakuza-Updates nicht drin gewesen ist. Ein entsprechender Teil. Oh, und jetzt geht's hier ab. Wir werden gleich sehen mit dem Gameplay. Den Part will ich mir mal in Ruhe angucken, mal sehen, was hier passiert. Ich will es mal ein bisschen auf mich wirken lassen. Bis gleich. Okay, das war schon ein klein bisschen krass. Holy shit, keine Ahnung, ob das jetzt ein Flashback war oder ob wir irgendwie einen Blick nach vorne gesehen haben, aber unser Charakter hat hier wohl einiges durchgemacht. Vielleicht nachdem wir diese Session hier haben, diese Demo vielleicht noch einmal durchspielen, ein oder zweimal, je nachdem, wie viel Umfang sie hat und, oh, der. Das sieht eindeutig nach Kamurocho aus, aber wesentlich detaillierter, als wir später haben. Einfach um mal zu hören, sind da vielleicht gleiche Voice Actor dabei, die wir von Yakuza her kennen? Die Stimmen haben sich hier mittlerweile reingebrannt und ja, guck mal, ne? Ist er das? Das sollte er sein, ne? Vom jungen Anwaltsgehilfen, dann gab es diesen Vorfall, wenn das chronologisch wirklich so war, und jetzt ist er auf der Straße und hat einen Maikemore. Vielleicht ist er auch undercover, das kann natürlich auch sein, da. Ah, okay, der Typ ist das. Wie auch immer, Nishiki ist hier wieder mal mit dabei. Ja, ich werde nochmal genauer hinhören. Jetzt hier in der Demo kann ich nicht so sehr drauf achten. Um darauf zurückzukommen, wir werden gleich eben sehen, was wir hier in der Demo anstellen können. Aber Kämpfe soll es auf jeden Fall auch geben. Jetzt rein vom ersten Blick her aus in dieser Cutscene. Das müsste nicht die Tenkaichi Street sein, sondern die daneben, wo das Café Alps ist. Wie hieß die denn eigentlich nochmal? Ich bin da so oft durchgelaufen. Die heißt so ein bisschen ähnlich wie die Tenkaichi Street mit dem Blick auf den Millennium Tower, aber es sieht schon um einiges abgedatet aus. Yakuza 6 hatte ja schon die frischeste Variante der Location und wir müssen mal gucken, wie viel jetzt hier angepasst wurde, ob man wirklich in Läden reingehen kann und anderen Stuff. Im ersten Moment hatte ich auch ein bisschen gedacht, okay, muss es Kamu... Ah, da ist Café Alps, habe ich schon gesehen. Ja, da sind wir unten an der Ecke. Hinter uns ist noch dann... Don Quixote, da sehe ich es auch im Hintergrund. Oh, da freue ich mich schon, da werde ich in Japan natürlich auch hingehen und gucken, ob ich da einkaufen und Stuff machen kann. Freue ich mich sehr, mir die Sachen da anzuschauen.
Ja, scheint auf jeden Fall anders detailliert zu sein. Ich hatte gehofft, eventuell, dass wir eine neue Stadt sehen, aber wenn sie da tatsächlich das als Crossover vorhaben und auf der Stadt hier aufbauen, ja, während parallel noch an Yakuza 7 und Yakuza Online entwickelt wird. Mal sehen, was kommt. Okay, also, guck uns hier nicht so an, aber du Furzkopf, ich mach dich mal ein bisschen nackig, mein Freund. Tja, da brauchst du nicht gucken, ne? Ich zeige euch hier mein geiles Tai Chi. Und dann geht's richtig ab. Optik sieht auch nice aus. Wir müssten ja mittlerweile schon längst auf der Ingame-Engine sein. Wobei alles ab der Yakuza 6-Engine sollte ja Ingame in den meisten Fällen sein, dass wir auch an den Cutscenes was ändern können. Ist auf meiner normalen PS4 hier, ihr seht's, mit 30 Bildern pro Sekunde. Jetzt lacht ihr mich aus, nur weil ich hier meine flowing Kung-Fu-Moves hier zeige. Ja. Jetzt lass mal ein bisschen kämpfen. Ladezeiten sind immer noch ein kleines bisschen überbordend, aber es ist ja auch eine Demo von dem Spiel, was erst, ich glaube, im Dezember kommt es in Japan raus und in dem Rest der Welt ist es ja schon irgendwie angekündigt. So, lass mich mal kurz schauen. Da habe ich die Dinger. Da kann ich sowas hier nehmen. Wenn ich hier mal ein bisschen. Oh, warte mal, ich habe einen Timer dabei, okay. Also probieren wir mal die Kombos aus. Okay. Oh, nice. Erinnert mich ein bisschen an. Akiyama, ne? Von den Kicks her aus. Okay, ich habe einen Block, den ich benutzen kann. Ganz normal auf L1. Hau mich einmal. Komm, mein Freund. Schlagen Sie mich. Du musst mich aber auch mal schlagen, ne? So. Oh, ei. Oh, der Wurf, der ist ja geil. R1 zum Lock-on. So wie wir es von Yakuza aus her kennen. Alles klar. Kreis zum Greifen. R1 und X ist, ja, so eigentlich die Yakuza-Steuerung. Aber ich habe das Gefühl, er bewegt sich viel weiter als sonst die Figuren. Okay, auf jeden Fall das Ausweichen ist drin. Okay, also ich kann greifen, ich kann. Oh, warte mal, mit R2 ist das wohl. Ist das die Heat-Action? EX-Action wird es hier genannt. Okay. Und da kann ich eine Heat-Action machen. Okay, das funktioniert genauso. Das ist auch der Move, den Kirio drauf hatte. Okay, und jetzt beat him up. Okay. Okay, der Typ scheint echt. Oh, nice. Der hat echt so ein bisschen mehr andere Moves drauf. Also erinnert mich an Akiyama von den Kicks her aus. Hat eine wesentlich größere Reichweite als Kirio. Das Kampfsystem ist zwar das gleiche, aber es fühlt sich doch ein bisschen anders an. Hat er gerade den hier gemacht? Ich bin gar kein Obdachloser. Ich bin ein cooler Dude, Mann. Ich bin ein Detective. Alter. Der ist aber mal stylisch hier. Na? Hat er nicht gerade auch einen Bart? Ja, muss ich mir das Video nochmal angucken. Hat er nicht gerade einen Bart gehabt? Wie hat er den denn so schnell wegrasiert? Na, vielleicht habe ich mir das auch nur vorgestellt. Das ist ja lustig. Okay, dann gucken wir mal, was wir machen können. Also, ich schätze mal Demo-Style-technisch ein abgesperrtes Gebiet. Vielleicht finden wir ja ein bisschen was Investigatives. Hey, was so spekuliert wurde, war auch, ob man vielleicht. Oh, und das Gebiet, was wir begehen können, ist einigermaßen groß. Holy shit, tatsächlich, ne? Vielleicht nicht. Ah, nee, doch nicht. Guck mal, hier sind die abgesperrten Straßen. Ich dachte schon, wir können hier hinüber. Aber es ist typisch Kamurocho hier, wo man unterwegs ist. Dass eventuell vielleicht es auch so statt Bosskämpfe Gerichtsverhandlungen so gibt. Phoenix Wright-Style mit Heat-Actions und allem drum und dran. Ich will auf jeden Fall irgendwie Majima vor Gericht haben. Mal gucken, was ist. Okay, das Spiel drängt mich jetzt schon in die Ecke, aber lass mich mal kurz gucken. Da ist Don Quixote. Da ist die Spielhalle direkt. Da ist das Café Alps. Hier, ach, guck mal, das müsste der Mahjong-Parlor sein. Hier New Serena und die ganzen anderen Sachen sind hier, wären sie abgesperrt. Oh, ist die Bowlinghalle wieder drin? Nee, hier steht VR. Das war eigentlich die Bowlinghalle, die wir hatten. Hier Golf oben auf dem Millennium Tower. Viereck für die Legende. Ah, warte mal, steht hier was. League. Soll das Baseball sein? League Kamurocho. Okay. Hier ist nochmal ein Golfzeichen. Das ist Kanrei, eigentlich zum Essen. Hier ist die Baseballhalle, hier oben. Die Kamurocho Hills sind noch nicht abgedatet. Hier ist der Champion District. Der wirkt ein bisschen kleiner, oder? Kommt mir das so vor?
Ah ja, nee, den haben sie ja redesigned ein klein wenig, ne? Dass da nicht mehr so viele Seitenstraßen sind, glaube ich. Also es ist 1 zu 1 Kamurocho hier. Obwohl, guck mal. Oh, kann es sein? Ist das auch hier Part? Guck mal, die Straße hier hinten. Oh, ist das etwa jetzt hier drin mit dem Gebiet? Die Straße außen drumherum? Lass mich mal kurz schauen. Nee, er sagt wahrscheinlich, ich kann da nicht zurücklaufen. Ja. Alright, dann lass uns gucken, ob wir hier in der Demo rein können. Aber ja, okay, ich laufe. Na gut, er sagt mir hier, dass ich das da machen soll. Lass mich mal kurz hier, ich drehe mal die Kamera. Also das Tearing von Yakuza 6 ist hier nicht drin, aber das hatten sie ja auch schon aufgelöst in Kiwami 2. Ah, zumindest in den Burgerladen kann ich rein. Kann ich mir hier was kaufen? Nein. Oh, aber die Physik-Engine. So, mal gucken. Wo bleibst du denn? Komm doch mal her. Nein, ich will kurz hier im Burgerladen gucken. Du mit deinem Kettchen hier. Ich will gucken, ob die Physik-Engine ähnlich ist, dass ich hier schön die Möbel zerdöbeln kann. Jetzt labern wir nicht, ich will die Möbel zerdöbeln. So. Ja. Auch wie der Elefant im Porzellanladen, das geht immer noch. Ah, und die Ego-Perspektive klappt natürlich auch. Oh, da bin ich. Da bin ich. Ich fange euch. Oh, ich hab euch gleich. Oh, hihihi. Ich mach alles zu Klump. Tische. Okay, die Physik-Engine ist die ähnliche. Alles klar. Ja, dann lass uns mal dem Weg folgen. So richtig in den Läden machen kann ich nichts. Oh, das ist die Info für die Hostessen hier. Ja, erstaunlich. Also, ich habe mich schon gefreut über die Ankündigung, dass das kommt, aber dass gleich eine Demo hier da ist. Es ist aber weniger ein Schritt, wenn da nicht signifikant was Neues passiert, als es noch mit Binary Domain gewesen ist. Es war ein richtiger Third-Person-Shooter. Es war zwar das gleiche Team, aber das hier wirkt fast wie eine Expansion. Kamuro of the Dead? Kamuro Asian Beauty. Oh, Asian Beauty Show, was geht hier? Aha. Keiner da. Oh, ich suche einen Verdächtigen. Das ist der Typ über dem linken Auge mit dem Muttermal. Wo muss ich denn jetzt finden? Okay, also. Ah, ich kann mir Leute angucken mit R2 und dann Kreis. Okay. Ah, mit R2 kann ich reinzoomen. Mit X kann ich nochmal ein bisschen genauer schauen. Okay. Ah, und es wird mal gecheckt, ob der den. Ah, okay. Er checkt, ob er entspricht. Die Typen, die ich hier finden soll, aber er hatte fast alle Merkmale, nur nicht die Frikadelle überm Auge. Guck mal, der schon hier beim zweiten gescheitert. Ist es nicht? Hast du das? Nein, nein. Da ist keine, also auch keine Frikadelle drüber. Mit der Brille. Oh, der sieht sehr danach aus, muss ich sagen. Zack. Und die Frikadelle überm Auge. Da sehe ich sie. Wir haben ihn. Frikadellenmann. Okay, plus 10 SP bekommen. Mission geschafft. Und was jetzt? Oh, Cutscene wahrscheinlich. Aha, okay, ja. Nee, jetzt kommt wahrscheinlich das, was ich in der Demo gesehen habe. Jetzt müssen wir dem folgen, fast schon ein bisschen so GTA-Style. Da gab es ja diese Halteabstand, aber nicht zu weit weg Mission. Die gab es in Yakuza traditionell nicht. Na, ich muss dem folgen. Okay, und ich muss aufpassen, dass er mich nicht sieht. Okay, er hat sich umgedreht. Oh, folgt mir jemand? Oh, und wenn es dann voll wird, der Balken, dann bin ich angeschissen, ne? Oh, und dann schnell dahinter gestellt. Total unverdächtig. Geht dann dieser Balken auch runter? Nein, ich muss aufpassen, dass er nicht komplett voll geht, wahrscheinlich für die Verfolgung. Oh, doch, er geht runter. Alles klar. Okay, das ist ein bisschen neu, das System. Das gab es in der Form hier nicht. Bar Sandra.
In die Bar Sabrina. Oh, der dreht sich gleich um, bestimmt. Guck mal, er ist kurz gewartet hier. Hat auf seine Uhr geguckt. Okay. Da kann ich mich nicht verstecken. Alle da? Ist da jemand? Nein, nein. Hier steht niemand. So, jetzt verpiss dich. Vorsichtig. Okay. Warte, warte, du Schuft. Wo ist das Geld, das du mir schuldest? Oh, ich habe doch gesagt, ich bringe das morgen vorbei. Ja? Nein, nochmal lasse ich dich nicht die Zeche prellen, du Unhold. Ja, komm, ich mag aber gerne den Fisch, den du zubereitest, Madame. Noch einmal, ich rufe die Polizei. Wahrscheinlich sowas. Aber ich war schon am Schild eigentlich da hinten. Okay, vorsichtig. Immer jede Ecke ausnutzen. Oh, so tun das ja auf dem Handy. Als ob er auf dem Handy guckt. Das ist die klassische Methode. Okay. Am Auto, ja, kurz die Reifen wechseln. Das sind wenige Sachen, wo ich mich verstecken kann. Ich kann mich maximal in die Fluppis da drüben. Ah, hier meine guten Kumpel. Du hast nichts gesehen. Auch wenn du verdächtig. Lass mich hier verstecken. Okay, er ist. Da ist er. Geht hier entlang. Das ist hier das abgewrackte Haus. Das wir kaputt gemacht haben in Yakuza 1. Hier, das hier. Er bleibt im Automaten stehen. Das ist schon eine ganz andere Stimmung hier teilweise, ne? Wie sie das von der Licht- und Farbgestaltung gemacht haben. Okay. Kommt er wieder zurück? Was erlaube dir, wieder zurückzukommen? Da ist er wieder. Ich darf mich nicht so weit von ihm entfernen. Kommt er? Oh, oh. Kommst du hier entlang wieder? Okay, und jetzt? Ich hab ihn, glaube ich, ne? Zwuppel die Fluppe. Da steht er direkt vor dem Haus. Greift ihn euch mal. Bei dem Lucky Soda. Okay, weiter, weiter, weiter. Gut versteckt hier, also. Weiter folgen. Weiter folgen, okay. Nur kurz eine Fluppe rauchen gegangen da. So kehrt er wieder zurück. Oh, geht er nach Chinatown hier? Nach Little China? Wobei, es ist nicht Little China da. Oder? Oh, und da geht's wieder runter. Nee, er geht in den Champion District. Das ist doch der Champion District, ne? Ja. Ja, ja, es sieht nach dem Champion District aus, von hier aus. Okay, wir sind so weit nach hinten. Und jetzt eine nach rechts. Okay, das ist eine Sackgasse, mein Freund. Da kommst du nicht mehr raus. Oh, hier mit euren Timern, ey. Ich weiß, wo der ist. Das ist eine Sackgasse, da kommt er nicht mehr raus, der Freund. Okay, ja, ja. Der muss wieder zurücklaufen, damit die Cutscene gleich laufen kann. Ja, Claire, habe ich geschafft. Also da ist er, da guckt er. Guckt er nochmal her. Geh mal hinterher. Ah, okay. Wieder der Klumpquatsch.
Lobt. Irgendwo hat es Miau gemacht, ne? Alkazone. Den habe ich schon gesehen. Okay, es muss ein X draus werden. Oh, ist das eine Drohne da oben? Das ist eine Drohne, ne? Ah, er wartet so einen Drop-off mit der Drohne. Okay. Der kriegt irgendwie, entweder gibt er was mit Drohne ab, von da hinten. Oder ich darf mir mit der Drohne was holen. Ach nee, die Drohne ist meins. Ah, mit meinem Tencent-Telefon. Tech Direct. Beobachte ich jetzt, was dieser Unhold da anstellt. Der holde Unhold. Ja, okay, also da, Okay, also er redet mit Klaus Dieter. Ich hab hier was. Das ist alles unlautere Machenschaften, was die beiden da anstellen. Okay, Lava, Lava, Lava. Ja, ja, der ist ganz, ganz hier mit seinem Hut und seiner Frikadelle. Ganz böser Typ. So. Jetzt geh hin. Und brech das mal auf. So, mal gucken, was das hier bringt. Ja, ein bisschen, ich hoffe nicht, dass die Demo schon gleich zu Ende ist. Ah, Geld. Ein Payoff. Ja, Mada, Mada, Dane. Hat er sich rasiert oder hat er sich nicht rasiert, dass er die Jacke ausgezogen hat? Mit seiner knallengen Jeans und seinem Kettchen, ey. Ich bin so ein cooler Detektiv, weißt du? Nee, nee, dann geh ich mal weg hier. Ha? Ja, beweg dich einfach weg, du Arsch. Ihr und eure Geldgeschäfte. Was habt ihr nun davon? Ihr Schweinchen. Also, darf ich ihn verkloppen? Oder kommt sein großer Bruder? Und dann darf ich den verkloppen. Ja, okay, klick, klick, klick. So, Lava, Lava, Lava. Was passiert? Da ist, ja, ich habe dich mit der Drohne gesehen. Du Affenmann. Dich und deine Frikadelle mit der Drohne. Oh, und was... Ah! Okay, wo hat er denn die Leuchtrakete her? Ah, und jetzt kommt die Verfolgungsjagd. Alles klar, das habe ich auch im Trailer gesehen. Während ich Assistenz von dem... von der Drohne bekomme, von meinem Kollegen. Diese Verfolgungsjagden waren in den alten Yakuzas auch drin, aber seit der neuen Engine nicht mehr. Okay, mit L lenken. Da ist er. Alter, was gibt's denn hier? Oh, falsche Taste. Ich hab X gedrückt, aber ich hätte Kreis drücken müssen. Och, komm. Okay, alles klar. Da ist er. Och, komm. Ach, mit dem linken Stick. Oh, das ist. Okay, das bringt mir alles so super durcheinander, wie die Knöpfe hier verteilt sind. Okay. Die funktioniert hier anders, die Jagd. Okay, die Quicktimes in der Mitte des Bildschirms immer. Und den linken Stick muss ich drücken. Okay, hoch zu den Kamurocho Hills. Oh, und dann habe ich den. Das ist auch eine Sackgasse, du Volltrottel. Und greifen. Na gut, das, ja, Verfolgungsjagd-Minigame können sie reintun. Ich muss mich an die Art der Quicktimes hier gewöhnen. Und umgekippt. Haben wir dich. Unhold, Strolch. Strolchmann. Kamero. Bakayero. Okay, darf ich dich jetzt hauen? Das ist bestimmt ein ganz gefährlicher Kung-Fu-Fighter. Komm, jetzt mal, zeig mir deine... Ja, ja. Was willst du hier? Ich hau dich platt. Oh. Das sind ja aber hier Power-Tai-Chi. Okay. Aha. Oh, okay, ich kann die Power Stance wechseln.
Für verschiedene Stile, okay. Alright. Das ist nice. Okay. Alright. Die Ragdoll-Effekte. Warte mal, und jetzt? Ich drücke ja 2A, aber ich habe nicht genug von dem Gedönse aufgesammelt. Okay, oh. Da muss ich mich echt nochmal umgewöhnen. Alter, was machst du da mit mir? So, zack. Okay, das ist alles ein bisschen... Es fühlt sich auf jeden Fall anders als mit Kiryu an. Okay. Okay. So, lass mich mal hier. Och, komm. Lass mal mit einer Heat Action abschließen. Okay, der ist wirklich mega aggressiv. Und ich komme noch nicht so ganz mit dem Kampfstil zurecht, ey. Ich kenne seine Bewegungen eben nicht. Na gut, ich habe ihn geschlagen, aber mehr schlechter sei. Oh, da, diese Demo muss ich noch ein paar Mal spielen. Oh, das float noch nicht so richtig bei mir. Da ist der Flow noch nicht ganz richtig. Okay, also jetzt richtige Cutscene. Zeig mir, was du hast. Mein Horst. Da, da, da. Ja, ich habe dich mal hier obwohl ich auch schon ordentlich auf die Fresse bekommen habe. Aber ich sehe aus wie frisch aus der Badewanne, während er aussieht wie 3 Tage Kieselwetter. Hast du diese Frau gesehen? Moment, das ist eine Parkkarte. Telefonkarte? War wohl eine lustige Szene gerade. Fünfzehn irgendwas. Aber ich kann kein Japanisch. Ich verstehe nicht, was... Ach, das ist eine Visitenkarte. Ja. Oh, okay. Ich hab dich erwischt. Temme! Potkit. Hey, warte mal. Chill mal ein bisschen. Dass er auch noch so einen weißen Rollkragenpulli anhat, damit schön das Blut da drauf spratzert. Jetzt steh mal auf, Mignon. Ich nehme das. Meine Bezahlung, mein Junge. Geld her. Schweinchen. Hab ich mir hart verdient. Was auch immer gerade hier abgegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Ist wahrscheinlich von der mit der Oma in der Schürze. Hier, ich bin Anwalt. Hier ist mein Anwaltsbumsi. Phoenix Wright-Style, Mann. Objection! Du kannst mir nichts. Ich bin Anwalt der Toten. Der Nicht-Toten. Bringt ja nichts. Der Tote ein Anwalt zu sein. Und war's das, oder? Kann ich noch ein bisschen was machen? Ja, das Gefühl, das war's, oder? Sehr schade, dann wäre es wirklich eine sehr leichte Demo, also leicht vom Content her aus Demo. Ich hätte mich noch gern ein bisschen hier umgeschaut in Kamerun, schon mal sehen, wie sie es umdesignt haben. Einfach mal durch die Läden gehen. Ja, das war die Demo. Jetzt gibt's Abspann-Style. Okay. Ich muss jetzt sagen, so, rein unter Vorbehalt natürlich. Wir haben jetzt hier so einen kleinen kurzen Einblick gesehen. Das Spiel ist noch in der Mache. Es kommt im Dezember in Japan raus. Irgendwann 2019 soll es auch, ich glaube es war 2019, zumindest es wurde parallel gesagt, dass es auch in den Westen kommt. Wahrscheinlich so lokalisiert wie die anderen Sachen. Ich hatte mir ein bisschen was anderes
gedacht eben, das habe ich ja zwischendurch nochmal erwähnt, als es hieß, okay, Anwaltspiel von den Ryuga Gotoku-Leuten, aber es spielt sich schon sehr wie Yakuza. Ob du jetzt nochmal andere Minigames machst mit einer Verfolgungsjagd oder da eine Drohne und anderer Stuff hinzukommt, es war schon sehr gleichförmig, ne? Ob das jetzt geholfen hat, dass wir auch nochmal in Kamurocho unterwegs sind, na klar, in der Entwicklung bestimmt schon, weil dann können sich die Leute auf dem Weiter ja, schleifen und Umdesign der Stadt für die neue Engine dann dran machen, was natürlich auch für die Yakuza-Spiele zum Tragen kommt. Aber nachdem wir so viel Yakuza in Kamurocho gesehen haben, und ich spiele natürlich alle immer wieder gerne, nur ich hätte hier vielleicht nochmal ein bisschen zumindest eine andere Stadt haben sehen wollen jetzt direkt in der Demo. Vielleicht ist es auch nur ein kleiner Einblick. Kamurocho muss ja nicht das einzige Pflaster sein, wo man unterwegs ist. Und es spricht auch irgendwie was dafür. Klar, Kamurocho ist ein Pflaster, was für viele verschiedene Geschichten drin ist. Es muss nicht immer nur Yakuza-Geschichten und Gangster sein, sondern auch mal die andere Seite des Gesetzes hier zu spielen mit dem Storytelling, wo ich mir sicher bin, dass das Yakuza-Team was richtig Geiles hier rauspackt. Ich hoffe eben, dass noch Gameplay-mäßig andere Elemente reinkommen. Bis jetzt war es solide, hat sich's angefühlt. Technisch sieht's gut aus. Gameplay-Elemente konnte man ein bisschen ausprobieren, die Kämpfe funktionieren ein bisschen komisch dann von hier aus, aber ich freue mich schon mal. Ich hoffe, dass es genauso ein weiterer Sprung ist, wie es Fist of the North Star war. Naja, 13.12.2018 in Japan ist es soweit. Rest der Welt werden wir nochmal, glaube ich, das genaue Datum dann später nochmal hören. Bis jetzt finde ich es solide, nicht herausragend. Ja, ich war auf jeden Fall ein bisschen gehypter, wo ich die Nachricht gehört habe, als jetzt, wo ich es gespielt habe. Das Fist of the North Star Game, ja, das fühlt sich zwar auch an sehr wie Yakuza, aber hat sehr viele Eigenständigkeiten und Änderungen mitbekommen, sodass es so seine eigene Identität hat. Es ist natürlich aber beides, sowohl das hier als auch Fist of the North Star, weit weg davon, komplett ein anderes Spiel zu sein, wie es Binary Domain gewesen ist als Third-Person-Shooter. Ich hatte auch nichts gegen das Heavy Rain des Yakuza-Teams hier gehabt, wo man nicht unbedingt dann kämpfen muss, wobei das Kämpfen mir Spaß macht, aber es hätte nicht unbedingt hier auch drin sein müssen. Wenn ihr die Demo selber ausprobieren wollt, wie gesagt, ist drin im japanischen PlayStation Network, ist ungefähr, können nochmal hier kurz gucken, Information, 7,43 GB hoch, groß, dick, breit, solltet ihr einigermaßen schnell runtergeladen haben, wenn ihr eine nicht allzu langsame Leitung habt. Ich spiele es erst wieder, wahrscheinlich, wenn entweder eine westliche Demo draußen ist, wobei die mir außer den Story-Details hier nicht besonders viel bringen würde, weil spielerisch haben wir es ja schon ausprobiert. Ansonsten aber, wenn es da ist und natürlich Priorität hat jetzt erstmal, wenn ich nochmal die letzten Sachen bei Kiwami 2 erledigt habe, dass ich, wenn ich aus Japan zurück bin, Fist of the North Star spielen werde. Wenn ich dazu ein bisschen mehr was auf der Tokyo Game schon mitbekomme oder vielleicht sogar Nagoshi oder jemanden vom Ryuga Gotoku Team vor die Flinte bekomme, dann werde ich wahrscheinlich versuchen, mit dem noch ein kleines Interview oder so zu machen. Ansonsten aber soll es das für heute gewesen sein. Ja, ich schaue noch, was ich weiter an Content in den nächsten Tagen machen kann. Es kommen noch mal ein paar Updates in Richtung auch Schocktober und wie die weiteren Geschichten laufen werden mit der Top 101, mit den Gedankensprüngen und so weiter, während ich auch in Tokio unterwegs bin. Ansonsten war es das aber für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssinger.